B1.6. Im Dreieck AB2C2 aus 1.4 besitzt der Winkel B2AC2 das Maß Alpha. Berechnen Sie Alpha. So, bei dieser Aufgabe muss man also folgenden Winkel berechnen, den B2AC2, das ist also der hier. So, hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ob es jetzt hier eine schnellste Methode gibt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke mal, ja, sind jetzt ungefähr gleich schnell. Es gibt natürlich verschiedene Methoden. Eine wäre jetzt, wie vorhin in der Aufgabe schon genannt, ich könnte erst die Vektoren, alle drei Vektoren berechnen von allen drei Seiten und dann darüber die Seitenlänge und dann den Kosinussatz ansetzen, dann hätte ich diesen Winkel hier. Die andere Methode ist, wenn ich einen Winkel im Koordinatensystem habe, dann kann ich auch oft mit den Tangens arbeiten. Nämlich darüber kann ich einen Steigungswinkel zwischen der x-Achse und einer beliebigen Gerade berechnen. Und ja, das setze ich jetzt einfach mal an. Okay, dafür benötigen wir wieder ein paar Sachen aus der Formelsammlung. Die finden wir auf der Seite 12. Da heißt es unter anderem, Tangens von Alpha ist gleich m. Ja, was heißt das jetzt? Der Steigungswinkel Alpha kann mit Hilfe vom Tangens in die Steigung einer Gerade umgewandelt werden. So, jetzt muss man nur wissen, wo liegt eigentlich Alpha? Also hier der Alpha, hier ist jetzt nicht identisch mit dem Alpha hier oben. Benenne ich den jetzt mal Alpha 1, um hier jetzt Missverständnisse zu vermeiden. So, dieser Steigungswinkel ist immer ein Winkel, der zwischen der x-Achse bzw. einem Parallelen zur x-Achse und einer Geraden liegt. Da ich jetzt hier unten den Winkel haben will, denke ich mir jetzt einfach hier so eine Hilfslinie, also eine Parallele zur x-Achse, durch. So, weiter kann ich mir ja Geraden zum Beispiel durch die Punkte AC2 denken. Ja, wenn ich die hier ein bisschen raus verlängere, das ist nicht ganz schön, so ein bisschen raus verlängere und hier unten, dann ist es ja auch eine Gerade. Das heißt, über den Tangens und der Steigung kann ich einen Steigungswinkel berechnen, das ist der da. Von der x-Achse oder Parallele beginnend bis zur Geraden. Das gleiche Spiel kann ich jetzt auch mit B2 und A machen. Ja, hier habe ich wieder eine Gerade durch AB2 hindurch. Und dann kann ich mit Hilfe vom Tangens wieder einen Steigungswinkel berechnen, der zwischen der Parallelen und der Geraden liegt. Also der da. So, den sieht man vielleicht schon, wie komme ich dann auf den Orangenen? Ja, ich muss einfach vom Großen den Kleinen abziehen. So, bleibt aber ein Problem, wie komme ich jetzt auf die Steigungen dieser Geraden? Da hilft uns aber auch wieder die Formelsammlung weiter, weil da heißt es, eine Steigung lässt sich berechnen aus y-Koordinate eines Punktes minus y-Koordinate vom anderen Punkt der Geraden, geteilt durch die x-Koordinate vom einen Punkt minus x-Koordinate vom anderen Punkt. So, hier brauche ich jetzt also nur die Punktkoordinaten einsetzen. Vereinfachen, ausrechnen, dann habe ich die Steigung. Dann setze ich die Steigung hier in diese Formel ein, benutze die Umkehrfunktion und dann hätte ich den Winkel Alpha. Das mache ich zweimal, einmal mit der Geraden AB2 und einmal mit der AC2. Ziehe ich voneinander ab und dann habe ich den Orangenen. So, das war jetzt wahrscheinlich sehr viel auf einmal. Gehen wir ans Rechnen. Ja, also einfach nochmal angucken und nochmal durchdenken, wenn was unklar war. So, auch diese Formel besagt, dass wir natürlich die Punktkoordinaten von B2 und C2 brauchen. Also rechnen wir die zuerst aus. Haben wir in der vorherigen Aufgabe gelernt, wie das funktioniert. Aber ich schreibe es ja auch nochmal auf. Ich brauche erst, nehme ich erst nochmal die Koordinaten vom allgemeinen Bn her. Die sind minus, also x minus 0,5x² plus, was waren es jetzt, 2x plus 3, ja. So, für das Dreieck AB2C2 galt ja, dass x 5 wäre. Also setzen wir einfach die 5 ein. Ersetzen hier jedes x durch die 5 mal halt 5 Quadrat plus 2 mal 5 plus 3. So, jetzt fange ich mal weiter oben. So, das erledigt jetzt noch unser Taschenrechner oder wer auch gut im Kopf rechnen ist, schafft es auch so. Und dann kommt ein Wert von 0,5 raus. Gleiches Spiel machen wir mit C auch nochmal.
Da hieß die x-Koordinate x minus 3 und jetzt minus 0,5x Quadrat plus 5x minus 7,5. So, setzen wir für x wieder 5 ein, weil hatten wir ja die Vorgabe. Und dann kommt hier raus, x ist gleich 2. So, und wer jetzt gut aufgepasst hat, der weiß, der Scheitelpunkt hat ja die Koordinate 2. Und den haben wir oben schon berechnet. Also brauchen wir jetzt hier gar nichts groß berechnen, sondern C2 ist nichts anderes als der Scheitelpunkt. So, ich schreibe es nochmal auf. Formelsammlung Seite 12 war das zu finden mit, wie man die Steigung berechnet. Also yb minus ya durch xb minus xa. So, genau das brauchen wir jetzt. Ich rechne jetzt erst die Steigung der Geraden aus, die durch a b1 verläuft. Dann habe ich y-Koordinate von b1 minus y-Koordinate von a geteilt durch x-Koordinate von b1 minus x-Koordinate von a. So, und das ist ganz sinnvoll, um einfach nochmal zu überlegen, welche Punktkoordinaten brauche ich eigentlich. Und um zu wissen, ja, eigentlich ist es egal, welche Punkte man wo einsetzt, aber ich mache immer rechter Punkt vorne und linker Punkt, also rechter Punkt minus linker Punkt. So, setzen wir die Größen ein. B2 brauchen wir natürlich. B2 hat y-Koordinate 0,5 und den a schreibe ich mir jetzt extra schnell auf, damit ich nicht da unten nachgucken muss. Und der a hat die y-Koordinate minus 3, also 0,5 minus minus 3. Nur dieses y, a wird durch minus 3 ersetzen, deswegen müssen wir auch die Klammern setzen. Und dann x-Koordinate 5 minus, jetzt hier oben, minus 1. So, das wird vereinfacht, 0,5 minus minus 3, das hier wird also zu plus 3, 0,5 plus 3 sind 3,5. Geteilt durch 5 minus minus 1, das hier wird zu plus 1, also 5 plus 1 geteilt durch 6. So, jetzt will ich keine Kommazahlen im Zähler stehen haben, also erweitere ich mit 10, dann sind es 35/60. So, im Prinzip brauche ich es nicht weiter ausrechnen, weil kann ich gleich von meiner nächsten Formel hernehmen. So, wenn ich jetzt den Winkel berechnen will, dann brauche ich ja die Formel Tangens Alpha, ich nenne jetzt immer noch 1, ist gleich die Steigung m. Also setzen wir ein. Tangens vom Alpha. Und das war jetzt der B2, ja, muss hier oben auch noch ausbessern, ist gleich die Steigung von m AB2. Gut, bekannte Größen einsetzen. Tangens von Alpha AB2, das gesucht ist gleich, das haben wir gerade ausgerechnet, mit 35/60. So, jetzt kann ich entweder durch einen Solver schicken oder ich benutze die Umkehrfunktion, also tan hoch minus 1, um den Alpha auszurechnen. Dann erhalte ich Alpha ist gleich, also Alpha von AB2 ist gleich Tangens hoch minus 1 von 35/60. Und das kann ich jetzt ganz normalen Taschenrechner eingeben und erhalte dann einen Winkel von 30,26 Grad. Gut, damit hätte ich den ersten Steigungswinkel berechnet. Jetzt brauche ich noch den zweiten. Nämlich die Steigung von AC2. Wieder gleiches Spiel wie oben, die gleichen Formeln, nur halt mit dem Punkt C2. Also y-Koordinate vom C2, guck schnell nochmal nach, das war der, also 5 minus y-Koordinate vom A war minus 3 und x-Koordinate war 2 minus minus 1. So, vereinfacht wieder, 5 minus minus 3, das hier wird zu plus 3, also 5 plus 3 sind 8. Und 2 minus minus 1, das hier wird zu plus 1, also 2 plus 1 sind dann 3, haben wir 8 Drittel.
Dann brauchen wir über den Tangens den Winkel. Also diesmal Alpha AC2 ist M AC2. Setzen wir die bekannten Größen ein. Das waren die 8 Drittel. So, jetzt wieder über den Solver oder über die Umkehrfunktion. Mit Tan hoch minus 1. Jetzt fahre ich gleich meine ganze Ecke nach oben. Folgt daraus, der Alpha von AC2 ist gleich Tan hoch minus 1 von 8 Dritteln. Und das kann man in den Taschenrechner eingeben. Und dann folgt ein Winkel von 69,44 Grad. So, jetzt muss man die Winkel voneinander abziehen. Aber natürlich aufpassen, welchen von welchen man abzieht. Gucken wir oben nochmal genau rein. Also der große ist der Alpha AC2 minus der kleine Alpha AB2. Dann können wir schreiben, Alpha ist gleich Alpha AC2 minus Alpha AB2, also die 69,44 Grad minus die 30,26 Grad. Und das gibt dann einen Winkel von 39,18 Grad. Und damit hätten wir jetzt den Alpha endlich berechnet.